Hallo meine lieben Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute reagieren wir auf Art Attack, YouTube-Kacke, es war ein Vorschlag von euch, Wissen macht Haar, mit Döner, Kaffee und viel Senf, ne? Aber der Bautzner Senf, ne? Der Löwensenf, kein anderer Senf hier, nur der Senf zählt, die anderen Senfarten sind kein Senf, um das hier mal klarzustellen. Hallo und ein herzliches Tschüss. Ich meine, was bleibt euch anders übrig? Oh, hier. Vera hat Ferien und will heute saufen gehen. Aber kaum macht sie die Tür auf. Oh nein, der Himmel hängt voll mit Luft. Und dann endlich heißt es für... Ich muss aber auch immer sagen, immer wenn ich draußen merke, dass in der Nähe irgendwie Luft, also Sauerstoff, ne, also bewegter Sauerstoff, also Luft in der Nähe ist, da muss ich da... Überlege ich mir halt auch immer H2O in Bewegung, das ist so gefährlich, ich gehe dann lieber rein und melde mich krank. Finde ich nie gut. Finde ich nie gut. Also da freut man sich immer im Leben, dass wir der Umwelt ein bisschen schaden, dass wir immer mehr Bäume abholzen, dass weniger Sauerstoff, ne, dass das Sauerstoff weniger gereinigt wird und trotzdem gibt es noch Sauerstoff und bewegte Luft, also bewegter Sauerstoff. Finde ich nicht gut. Ich sag doch, alles gefährlich. Alles. Man kann hier nichts machen, ohne dass man Gefahr läuft, irgendwie krank zu werden. Am besten zu Hause bleiben, sich in einer Glaskugel einsperren und da bleiben für immer. Essen, ja gut, muss man sich was einfallen lassen, ne? Isst man halt Staub, ist ja auch was, kann ja auch satt machen. Vera wieder zurück ins Haus. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber wenn es regnet, passieren zwei Dinge. Erstens, es regnet. Ach. Es ist Montag. Es regnet. Wiebke hat super günstig Döner eingekauft, denn am Wochenende will sie gucken. Doch jetzt hat sie allerdings ein Problem. Mem. Die schönen Döner sind völlig matschig. Sie schwimmen in ihrem eigenen Schaft und haben ihre Form völlig verloren. Boah, das sieht doch so edel aus. Hat eine Lösung. Nun baut sie Döner selber an. Mit einer Gurke kann man das übrigens auch machen. Wasser ist ja, wie wir uns eben überzeugen konnten, Apfelsaft. Wie random, ne? Mit einer Gurke kann man es übrigens auch machen. Das war's. Michael ist der absolute Keks-Soß. Aber was schwimmt da in Michaels Kaffee rum? Kaffee. Na sowas. Übrigens kommt Kann ziemlich gerne zu Michael zu Besuch. Und dafür haben die beiden auch schon eine geeignete Lösung gefunden. Sie trinken einfach Kaka. Immer schön Schutzkleidung tragen. Bei diesem Teufelszeug weiß man nie, was passiert. Plötzlich hat man Splitter in den Zähnen. Oder Löcher im Auge. So. Was? Aber Löcher im Auge? Mal Licht aus, bitteschön. Ja, das passiert im Auge jeden Tag. Und, Achtung. Ah, direkt nochmal. Und wie funktioniert das jetzt? Merkt euch diese Frage, denn die klären wir nach dem nächsten Film. Heute ist Übungstag für die Aachener Feuerwehr. Für ihre Wechselübungen hat sie ein spezielles Gebäude, in dem man wechseln kann. So, die Aachener Feuerwehr hat ihre Übung erfolgreich beendet. Übrigens Senf. Senf. Übrigens Senf. Oh ja, Senf. 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 24 Stunden lang Senf. 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 Aber welches Tier frisst freiwillig Fingernägel? Gemütlicher Nachmittag mit der besten Freundin ist genau das Richtige zum Entspannen. Die Nägel lackieren, Schokolade essen und einen romantischen Film ansehen. Was gibt es Schöneres? Heute ist Schlafen zum Glück nicht mehr schmerzhaft. Weil heute ist Schlafen zum Glück nicht mehr schmerzhaft. Ah,
schön, ey. Was ist denn das hier eigentlich? Aha. Aha. Ist aber auch, ja gut, ist auch YouTube-Kacke. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch definitiv einen schönen Wochenanfang. Lasst euch nicht ärgern und ja, Donnerstag haben wir leider keinen frei. Ich muss ja dazu sagen, ich hätte damit kein Problem gehabt, wenn wir noch Donnerstag frei gehabt hätten. Aber ey, ne, ich habe ja eh nichts zu melden. Ich bin nur ein kleiner Keck, aber gut. Und vor allen Dingen, das Geile war, es haben sich ja so viele in der Bevölkerung beschwert. Alle, die ich kenne, sagen so, ja, Donnerstag hätte ich gerne frei. Aber okay, das ist eine andere Sache. Wir sehen uns definitiv da. Ich war kurz in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.